In Berlin darf man das ja. Das ist meine Hymne hier. In Berlin darf man das. In Berlin darf man das. In Berlin darf man das. Man darf legal kiffen. Das erste Mal heute Nacht. Thorsten Dietrich will das feiern. Wie Silvester. Und sorgt für mächtig Aufsehen und auch Ärger. Ich bin einfach nur mit Musik hier angefahren, ob es dir gefällt oder nicht. Aber egal, heute bubert's legal. Jetzt und hier. Die erste legale Kifferparty in Berlin. Uhr am Alexanderplatz. Noch 2 Stunden, dann tritt das neue Cannabis-Gesetz in Kraft. Thorsten Dietrich ist Mitbegründer und Vorsitzender des Cannabis Social Clubs Berlin. Mit einem großen Hanfblatt will der Club das Brandenburger Tor ansteuern. Muss ich scheiter sein? Die Kifferszene der Hauptstadt will dort um Mitternacht die ersten legalen Joints rauchen. Schön wäre natürlich schon, wenn Platz voll wäre, klar. Aber es ist mitten in der Nacht, wir haben Kifferklientel zu bespielen, was um die Zeit vielleicht andere Sachen zu tun hat, als zum Brandenburger Tor zu kommen. Wir gucken mal. Der Kiffer wird noch überrascht sein. Dann können wir von mir aus losrauschen. Jahrelang hat er für die Legalisierung demonstriert, die heute Nacht in großen Teilen Realität wird. Legalisiert! 1,5 Stunden noch! Ab Juli darf sein Club dann auch eigenes Cannabis anbauen und es an die Mitglieder abgeben. Flächen und Räume dafür hat Dietrich bereits gefunden. Schon vor ein paar Wochen durfte ich ihn dorthin begleiten. Tja, kannst du noch nicht fassen. Also, das ist schon echt. Das sind schon echt ideale Bedingungen, die der zukünftige Vermieter bietet. Hallo Dietrich. Hallo. Das Unternehmen AZ Biofarm in Marzahn. Die Firma ist spezialisiert auf die Analyse von Cannabis, bisher für den Einsatz von cannabishaltigen Arzneimitteln. Aber auch der zukünftige Club Cannabis muss vor Abgabe nach möglichen Kontaminationen untersucht werden. Das Unternehmen wird Partner und Vermieter. Fast eine ganze Etage stellt die Firma dem Club zur Verfügung. Das wird unser zukünftiges Lager. Auf dem Gelände soll dann auch die erste Anbauhalle entstehen, die gerade schon gebaut wird. Läuft bei Dietrich, der das Brandenburger Tor erreicht. Schon 1 Stunde vor Mitternacht sind hier hunderte Menschen zusammengekommen. Können wir dir 1, 2 Fragen stellen vor der Kamera? Ja. Kannst du uns kurz sagen, warum bist du heute hier? Weil wir heute hoffentlich einen historischen Moment in Deutschland erleben. Veranstalter ist der Hanfverband, der den sogenannten Smoke-In als Demonstration angemeldet hat. Und es ist definitiv abgesprochen, ob es dir gefällt oder nicht, Flo. Dem Versammlungsleiter passt der Auftritt Dietrichs nicht so ganz. Ich bin einfach nur mit Musik Solange hier angefahren. Und man mit dir reden kann heute, ist alles gut. Flo, entspann dich. Okay. Egal, sein Hanfblatt wird zum Eyecatcher der Demo, die immer größer wird. Es ist voll heute hier, wa? Noch 1/2 Stunde bis zur Legalisierung. Laut Polizei sind mittlerweile rund 1500 Kiffer vor Ort. Die ersten noch illegalen Rauchschwaden ignorieren die Beamten aber. Gleich ist es soweit. Noch eine Weile bis zu realisieren. Für mich ist es Cannabis ganz wichtig, weil ich starkes ADHS habe seit meiner Kindheit und mir das sehr gut dagegen hilft. Ich darf mir jetzt meine eigene Medizin herstellen. Ja? Muss mich nicht mehr wie eine Kriminelle fühlen. Das Gras, das hier gleich legal geraucht werden darf, ich brauche mal noch ein anderes Weed, dürfte es eigentlich noch gar nicht geben. Ab in einer 1/2 Stunde darf man anbauen. Genau, aber wo das jetzt herkommt, weiß ich auch nicht. Jetzt wird sich danach die ersten 3 Monate in der Grauzone bewegen und danach wird sich das einpegeln. Und dann der große Moment. 5, 4, 3, 2, 1. Don't worry.
30 Jahre hat er für die Legalisierung gekämpft. Diese Nacht wird er so schnell nicht vergessen.